Grüß Gott, liebe Freunde unseres Reisebüros. Mein Name ist Susanne May. Ich mache zusammen mit Arthur Schnabel die Literatur- und Wanderreisen nach Siebenbürgen. Ich möchte Ihnen heute die Erzählung von Walter Gottfried Seidner vorlesen, Jahrgang 1938. Wir durften ihn noch persönlich kennenlernen, also Arthur und ich, während unserer Erkundungsreise im Jahr 2016. Mittlerweile ist Pfarrer Seidner verstorben. Er hat sich wie so viele siebenbürgische Pfarrer auch schriftstellerisch betätigt. Die Erzählung, die ich Ihnen heute vorlese, spielt in der kommunistischen Zeit, das werden Sie gleich feststellen. Und sie schlägt einen Bogen von Böhmen nach Siebenbürgen. Das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Sie heißt »Preis dir Natur«, ein musikalischer Zungenbrecher. Franz Xaver Dressler kam aus dem böhmischen Aussieg in die siebenbürgische Haupt- und Hermannstadt. Er kam daher wie ein Rübezahl, mit hünenmäßigem Schwung. Obendrein brachte er eine Spieluhr mit. Die Musik, angesiedelt zwischen Orgeldonner und Schwanengesang. Musik als erweitertes Innenleben, als Aufleben schlechthin. Musik hat auch etwas mit Seele zu tun. Die Seele kann aber niemand unter die eigene Botmäßigkeit zwingen, es sei denn durch Kultur. In Sachen Kultur gab es zu allen Zeiten Aufpasser, mit mehr oder minderem Erfolg. Sie meinten, die Seele lenken zu können wie Wasserbäche. Aber die Seele führte dann doch ihr eigen Leben, nach ihrer eigenen Partitur, versteht sich. Aber nehmen wir alles der Reihe nach. Es begann damit, dass der Meister Ende der 50er Jahre auf seinen Chor verzichten musste. Nicht ganz, wie sich zwischenzeitlich herausstellen sollte. Die Gottlosigkeit wurde zu jener Zeit in eine Art Erlösung aus aller Sinnenverwirrung hochgestimmt. Gemeint ist die militante Gottlosigkeit, die sich in einem System, in einem Tempel eingerichtet hatte, dadurch erhärtete und schließlich bockbeinig und anmaßend in allen Lebensbereichen Fuß fassen wollte. Ähnliches soll noch vorgekommen sein. Die Französische Revolution hatte, um ein Beispiel zu bemühen, Gott per Dekret abgeschafft. Zu Anfang jedenfalls. Später durfte Gott dennoch wieder Gott sein. Die Revolution hätte zu viele Anhänger verloren. Und dann kam der verblüffende Rückschritt. Durch ein Staatsdekret wurde Gott wieder zugelassen. Ein deutscher Humorist sandte daraufhin eine Epistel an den göttlichen Schöpfer und Erhalter aller Dinge und Wesen. Du, lieber Gott, darfst wieder sein. So sagten's die Herren Franken. So schick nur schnell ein Engelein und lass dich schön bedanken. Am Zibin, Anmerkung, das ist der Fluss, der durch Hermannstadt fließt, also am Zibin trieb man den Trugschluss gleichfalls auf die Spitze. Nicht auf die Turmspitze, sondern auf die Zungenspitze. Befehl ist Befehl. Und der Befehl kam von oben. Es durfte keinen kirchlichen Oratorienchor geben. In der Kirche zu singen war ihm erlaubt, aber er durfte kein kirchlicher Chor sein. Den Namen Bachchor sollte er weiterhin führen. Gott durfte es nicht mehr geben, dafür aber Johann Sebastian Bach. Das war immerhin auch schon etwas, wenn man bedenkt, dass Bach mit dem Zunamen eines fünften Evangelisten bedacht war. Die damaligen Kulturbeflissenen wussten nur zu gut, es gab einen guten Ton in der Musikkultur, der zu allem noch einen klingenden Namen trug, Bach, und man hütete sich, gegen den guten Ton zu verstoßen. Das geschah nach jenem Gesetz, von dem Paulus sagte, es sei auch den Heiden ins Herz geschrieben. Bach blieb also meist ungeschoren. Schwierigkeiten bereiteten andere Tondichter, etwa Haydn oder Händel. Sie wurden mit einem anderen Maß gemessen und dementsprechend frisiert. Aber nehmen wir es der Reihe nach. Eines Tages stand fest, das Oratorium Die Jahreszeiten von Josef Haydn sollte einstudiert werden. Der Chor war außer sich vor Freude, der Meister auch. Während der Proben vergaßen wir Sänger, dass wir in einem säkularisierten Chor zu singen hatten, dazu auch noch im Saal der Philharmonie auf der kleinen Erde, also abseits der gewohnten Stadtpfarrloge. Vertraute Musik in fremder Umgebung. Wir hatten unsere Verstaatlichung fast schon verwunden, da kommt der Meister eines Abends in die Probe
und man sah ihm an, dass er einen harten Strauß ausgefochten hatte. Auf dem Posten eines Verlierers, denn danach sah es aus. Die Jahreszeiten sind genehmigt, aber das Halleluja nicht. Jawohl, das große Halleluja am Ende der Jahreszeiten. Wir waren bestürzt und betroffen. Wer hat das Halleluja verboten? Der uns die Jahreszeiten genehmigt hat. Es sei mit der Ideologie der Partei nicht zu vereinbaren, dass ein Kirchenwort verwendet werde. Die Jahreszeiten ließen sich als Poesie zwar sehr gut in das neue Kulturverständnis einordnen, aber das Halleluja rieche nach Weihrauch. Und für die neue Zeit käme es deshalb nicht in Frage. Viele Aufpasser können einem Meisterwerk den Garaus machen, wenigstens vorübergehend, oder zumindest dem Anschein nach. Der sonst so kämpferische Papa Dressler, wie ihn schon die Jahrgänge vor uns liebevoll nannten, der in weit gefährlicheren Stürmen und Brandungen aufrecht geblieben war, ließ sich dann dennoch herbei. Die Jahreszeiten müssen um jeden Preis gerettet werden. Also wurde von Stund an auf Anweisung jenes Aktivisten statt Halleluja, Preis dir Natur gesungen. Wir übten den geforderten Text genauso gewissenhaft ein wie das echte Halleluja. Dressler bestand darauf, der Chor möge das Ei in Preis zu einem A umformen und die Selbstlaute sollten mit großem Aufwand an Seele zur Geltung gebracht werden. Preis dir Natur. Das A sollte hell und unbändig klingen, das I schrill wie ein Eisenbahnpfiff und das U dumpf und schwermütig. Es sollte nach Urknall, also nach Schöpfung klingen. Und wir sollten unser Lippenfleisch in seiner Behäbigkeit, wie er sich ausdrückte, auf ein Minimum beschneiden. Für jeden, der die Jahreszeiten zum ersten Mal zu Gehör bekam, konnte der Zungenbrecher »Preis dir Natur« durchaus annehmbar klingen. Meisterschaft bewegt sich auch im Unwegsamen. Und weil jeder Chorsänger meinte, der andere habe seinen inneren Widerstand überwunden, waren wir durchaus geneigt, mit Hingabe weiterzusingen. Wobei die Hingabe der Musik galt. Während die Männerstimmen an einer Stelle in einem ausladenden Bogen zu singen hatten, Pra-ha-ha-ha-heiß, Pra-ha-ha-heiß, mussten die Frauenstimme sich in ihrer Zungenakrobatik überstürzen und ein gewähltes Preis die Natur, Preis die Natur, Preis die Natur, Preis die Natur entgegensetzen. Es klang schon beinahe einwandfrei. Da erhebt sich im Tenor der altväterliche Lehrer Wilhelm Georg. Mit sichtlicher Verärgerung wirft er seine Partitur auf den Stuhl und er ruft irgendjemanden im Raum an, indem er die Mundwinkel vor lauter Erregung verzerrt. Nein, nein, ich kann meinen Gott nicht verleugnen. Durch Gottes Hilfe bin ich aus Russland heimgekehrt. Ich kann meinen Gott nicht verleugnen. Und ohne Gruß verlässt er den Raum. Dressler lässt es geschehen. Er setzt sich ans Klavier. Er wartet eine Weile. Das Wort des abgetretenen Lehrers liegt schwer über dem Raum. Es bedrückt, macht betroffen. Dressler schlägt in die Tasten. Ohne seine Aufforderung stimmt niemand ein, obwohl er das ganze Halleluja aus seinem Klavierauszug durchspielt, dessen Wortlaut schließlich in jedem von uns vorgegeben war. Die Tasten bersten fast unter dem wuchtigen Anschlag. Das Klavier hält durch. Wie soll sich der Meister zu dem Vorgefallenen in einer anderen als in dieser Sprache äußern? Es kann ja alles, was er sagt, gegen ihn ausgelegt werden. Gegen ihn, der vor nicht allzu langer Zeit am Donau-Schwarzmeer-Kanal interniert war. Und jetzt kommt diese deutliche Empörung aus den eigenen Reihen. Ausgerechnet der zuvorkommende Wilhelm Georg wendet sich gegen diese Zumutung. Zumutung gelinde gesagt. Da kracht auch schon der Klavierdeckel nieder. Der Meister erhebt sich und was er in den Raum schmettert, ist ausgesuchte Empörung. Kulturschande geschieht dort, wo kleine Geister sich berufen fühlen, ein Menschheitswerk nachzubessern. Aufgrund des angeblichen Fortschritts. Lächerlich. Und nun wartet er mit einem Lieblingsgedanken auf, denn oft schon während der Vorlesungen gab er ihn von sich, wann immer es galt, sich gegen Kulturbarbaren zu behaupten. In der braunen Zeit, ereifert er sich, habe man einen fähigen Maler gesucht, der die Stahlmeesters von Rembrandt hätte nachbessern sollen. Ihre Nasen mussten auf arische Maße nachgezogen werden. Es habe sich damals niemand gefunden.
Jetzt aber hat es dennoch einen gegeben, der das Halleluja einfach ersetzen wolle. Es soll halt nicht nach Propaganda für die Kirche aussehen. Lächerlich. Dafür sollte eine Agitation für die eigene Ideologie mitgeliefert werden. Preis dir Natur. In gehobener Sprache hätte es ja auch heißen können, heil dir Natur. Das hätte besser geklungen, wenigstens der Anlaut hätte es an das Halleluja erinnert. Aber das Heil stand ja auch in einer anderen anrüchigen Folgerung. Na ja. Hier endete der Wassersturz seiner Worte. Ein gespenstisches Grauen nahm unseren Atem gefangen. Wer rettet die verfahrene Lage? Otto Reich, der damalige Stadtprediger von Hermannstadt, erhebt sich, bittet um Gehör. Mit einem begütigenden Lächeln versucht er, den grausigen Popanz zu entzaubern. Und er deutet den Vorfall, indem er zu bedenken gibt: Unser Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern bei ihrer Aussendung: Seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Und mit gütigen Mahnungen fordert Otto Reich auf, der Musik auch weiterhin zu dienen. Die Musik sei eine zu zarte Muse, als dass man ihr die Treue aufkündigen sollte. Es genüge, wenn wir im Herzen das Halleluja mitklingen ließen. Das Böse müsse sich totlaufen. Dem Argen zuwiderhandeln, bestärke den Bösen in seiner Machtentfaltung. Es sei darum klüger, dem Widersacher willfährig zu sein, solange man mit ihm noch unterwegs sei. Dem Preis der Natur sei keine lange Lebensdauer beschieden. Den Eintagsfliegen solle man aber die kurze Zeitspanne ihres Vorhandenseins doch auch gönnen. Wenn die Jahreszeiten bleiben sollen, wird auch das Halleluja bleiben. Mit seiner Wortmeldung verteidigte Otto Reich den Schwager, Lehrer Georg, der sich noch vorhin der vermeintlichen Gotteslästerung so heftig entgegengestellt hatte. Er verteidigte den Meister, der dieser Herausforderung anscheinend nicht gewachsen war, weil er zu viel an Rücksicht walten ließ. Ja, er verteidigte schließlich sogar jene machtbesessenen Aufpasser, indem er zuletzt noch beschwor, die Natur sei doch der Gottheit lebendiges Kleid. Mit Preis die Natur stünden wir eigentlich im Vorhof des Tempels. Jedem Menschen recht getan? Wer waren die Klugen? Wer waren die Schlangen? Wer waren die Tauben? Die Chorproben wurden fortgesetzt. Mit Preis die Natur. Musik als schönes Geräusch, aber Musik und Meisterschaft. Zur Generalprobe verspätete sich der Meister, was bis dahin so viel wie niemals vorkam. Aber dann war er da und unvermittelt gab er die letzte Neuigkeit preis. Preis der Natur wird nicht mehr gesungen, sondern Halleluja, jawohl! Er habe einen Anruf erhalten aus der Landeshauptstadt. Der hörte sich etwa so an. Und was sei das für ein störrisches Verhalten? Und wieso dürfe sich ein pensionierter Lehrer so gehen lassen? Und wie war das eigentlich mit den Schlangen gemeint? Und wer sollen die Gehörlosen gewesen sein? Es habe nur einen Tauben gegeben und er habe missverstanden, dass es sich im Fall Haydn um das 18. Jahrhundert gehandelt habe und welcher Maler habe dem Rembrandt eine rote Nase verpassen wollen? Lauter Fragen, die in ihrem Unterton einen verborgenen Vorwurf enthielten, die aber, soweit ersichtlich, ohne Gift versprüht worden waren. Schlussfolgernd musste Dressler feststellen, sogar in Bukarest hat man gewusst, wie es während jener Chorprobe hier zugegangen ist. Und er lobte den Mundfunk, den unbedarften, arglosen, aber auch den systematischen, der seinen Bedarf aus geheimen Quellen deckte, den man nur ahnen konnte, die Ahnung aber lieber bei sich selbst behielt, eher noch verdrängte. Der Meister lobte auch die beiden Anstifter, den Angreifer Georg und den Verteidiger Reich, denn ohne sie wäre das Ordnungsgebäude zu unseren Häuptern nicht ins Wanken geraten. Nun war es soweit. Das Halleluja stand wieder auf eines jeden Zunge wie ein befreites Jerusalem. Bliebe noch über das Konzert zu berichten. Es war, wie der Meister bei der nächsten Chorprobe frei herausredete, eine Manifestation. Das Publikum hatte das Halleluja durch anhaltenden Beifall sogar zweimal abverlangt. Es kam aus uns heraus wie der Urknall. Aber auch der Zungenbrecher hatte sein Gutes. Wir feierten ihn von hinfort als neue Schöpfung, als gesungene Zungengymnastik. Kein Oratorienchor kann ihrer entbehren. Der Meister begnügte sich jedoch mit weniger preiswerten Wortgebilden,
die wir über die Zunge zu rollen hatten. Die antiken Redner haben ja auch einen Stein in den Mund genommen, um für Wohllaut und Tonfall zu eifern. Dem unbändigen Rübezahl sollen der Sage nach sogar die Steine nachgehüpft sein, wenn er sein Harfenspiel erklingen ließ. Musik als Lebenskunst? Harte Brocken beharren nicht auf ewig in ihrer Versteinerung. Dressler hatte uns vorgelebt, wie man Steine entzauberte. Er hatte es schließlich so gedrechselt, dass Haydn wieder zu Ehren kam und die Jahreszeiten zugleich auch ihr kirchliches Kleid behalten durften. Seid klug wie die Schlangenbeschwörer, könnten wir abwandernd feststellen. Dressler war nur einer von vielen Schlangenbeschwörern. Und noch ein letztes. Auf einen Schalk lässt sich immer noch ein Schalk pfropfen. In jene Zeit hineingespiegelt und dementsprechend abgewandelt, könnte das eingangs erwähnte Sprüchlein am Ende etwa so lauten: Du, lieber Gott, darfst wieder sein in dieser Welt der Schranken. So schick doch den Gesangverein und lass dich schön bedanken.